Ballannahmen mit Rücken zum Tor 5. In dieser Übung trainieren wir Ballannahmen mit Rücken zum Tor mit anschließender Wende. Gerade für 6er, 8er und 10er ist diese Ballannahme besonders wichtig, um schnell und frontal in eine offene Stellung seitlich zum gegnerischen Tor zu gelangen. Dazu benötigen wir zwei Hütchentore im Abstand von etwa 5 Metern zueinander und zwei Spieler. Dabei steht ein Spieler am Hütchen ganz unten und einer am Hütchen ganz oben. Der Spieler oben kommt entgegen und fordert lautstark den Ball. Das Anspiel sollte zentral vor dem Spieler ankommen. Er nimmt nun den Ball mit der Innenseite schräg nach oben mit, anschließend wendet er mit dem Trick Sohlenwende links und spielt dem entgegenkommenden Spieler den Ball mit links ebenfalls frontal zu. Achten Sie darauf, dass der jeweils entgegenkommende Spieler vor Anspiel seitlich zum Ballführenden steht und sich umblickt, um im Spiel einen Überblick über die Situation zu bekommen. Zusätzlich sollte der Spieler erst dann entgegenkommen, wenn der ballführende Spieler bereit ist, abzuspielen. Nur so ist garantiert, dass die Spieler die Übung im Lauf und nicht im Stehen absolvieren. Achten Sie zusätzlich darauf, dass sich der Spieler vor der Ballannahme seitlich in Laufrichtung dreht und den Ball von sich wegdrückt. Dabei sollte der Ball nach der Annahme zügig weiterrollen. Die Spieler sollen mit dieser Annahme lernen, den Ball schnell schräg Richtung offensiver Flügel mitzunehmen.